Ja, hallo zusammen. Viele von euch kennen mich ja sicher schon von den Top-Listen, die ich mit Max gemacht habe. Ich bin der Linus und will euch jetzt auch mal das Spiel vorstellen, was bei mir in der Top-Liste auf Platz 1 gelandet ist. Und zwar das Spiel Go. Ja, da gab es zum Glück auch schon Kommentare, dass es einige von euch auch interessiert. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich erkläre das mal kurz. Ich hatte ja auch schon angeschnitten, das Spiel ist super komplex, aber eben nicht wegen der Regeln, sondern wegen der Spieltiefe. Und ja, ich denke, die Regeln kann ich euch so in 10, 15 Minuten kurz näher bringen. Um viel mehr soll es auch erstmal in diesem Video nicht gehen. Ich werde danach auch nochmal ein Video mit dem Max machen, wo wir das Spiel gemeinsam spielen. Dann kriegt ihr da auch nochmal ein bisschen spielpraktischeren Eindruck dazu. Genau, zunächst einmal seht ihr hier das Brett mit zwei Dosen. In diesen Dosen befinden sich einmal schwarze und einmal weiße Steine. Und ja, das ist im Grunde auch schon alles, was das Spiel beinhaltet. Es gibt eigentlich drei verschiedene Brettgrößen. Ein 19x19 Brett, ein mittelgroßes 13x13 Brett, das ist das, was ihr jetzt hier seht, und ein ganz kleines 9x9 Brett. Die blenden wir euch vielleicht mal Bilder von ein. Ja, ich zeige das jetzt einfach mal auf dem mittelgroßen, aber für die Regeln macht das auch keinen Unterschied, weil die gelten auf allen Brettern gleich. Ja, ein Spieler bekommt die schwarzen Steine, ein Spieler die weißen. Üblicherweise der Schwarze, ist der schwächere Spieler der Schwarze, weil der beginnen darf. Und ja, ihr seht jetzt, das Brett hat eigentlich ja, außer diese Vierecke nicht viel. Diese Punkte dienen auch nur der Orientierung und haben keine spielpraktische Relevanz. Und ja, die Regeln sind denkbar einfach. Die erste Regel ist, beide Spieler setzen abwechselnd einen Stein auf die Schnittpunkte. Das bedeutet nicht in die Felder, wie zum Beispiel beim Schach, sondern auf die Schnittpunkte der Linien. Und zwar beginnt Schwarz, setzt seinen Stein zum Beispiel hier, und dann ist Weiß an der Reihe und setzt seinen Stein woanders, zum Beispiel hier. Es darf jeder Schnittpunkt bespielt werden. Also Schwarz hätte seinen ersten Stein zum Beispiel auch hier setzen dürfen. Also auch die Randlinien können bespielt werden. Es gibt ja im Grunde auch unendlich viele Steine. Natürlich ist es physisch irgendwie limitiert, aber man kann auf jeden Fall so viel spielen, wie man will. Es wird allerdings nie das komplette Brett vollgespielt. Das ergibt sich dann hinterher aus der vierten Regel, da kommen wir dann später drauf. Genau, das ist die sogenannte Setzregel. Und ja, man darf im Grunde überall hinsetzen. Und jeder Stein hat jetzt sogenannte Freiheiten. Ein Stein hat immer alle angrenzenden Schnittpunkte, senkrecht oder waagerecht, als seine Freiheiten. Und ich baue mal hier einmal kurz in der Mitte etwas auf. In diesem Fall hätten die weißen Steine jetzt drei Freiheiten des schwarzen Steines. Würden die belegen. Und der schwarze Stein hätte nur noch diese eine Freiheit. Wenn Weiß sich jetzt entschließt und an der Reihe ist und hierhin spielt, dann würde Weiß den schwarzen Stein töten. Weiß würde dem schwarzen Stein seine letzte Freiheit klauen und damit ja, den Schwarzen gefangen nehmen. Der kommt dann üblicherweise als Gefangener auf den Deckel der Dose. Und gibt am Ende des Spieles Punkte. Allerdings ist das nicht das Primärziel des Spiels, diese Steine zu fangen, aber es kann eben passieren und deswegen ist es wichtig, dass ich das erkläre. Wenn jetzt das etwas anders liegt und zum Beispiel hier noch ein schwarzer Stein ist, dann sind das genau genommen keine einzelnen Steine mehr, sondern man würde von einer Steingruppe sprechen. Also diese beiden Freiheiten teilen sich jetzt alle angrenzenden Freiheiten und leben so lange, bis Weiß alle diese Freiheiten besetzt. Das bedeutet, Weiß müsste auch noch hier spielen und hier. Und jetzt hätte die Gruppe nur noch eine Freiheit, nämlich diese. Und wenn Weiß dorthin spielt, dann würde Weiß beide Steine gefangen nehmen. Ja, damit sind wir auch schon so halb bei der Schlagregel angekommen. Und zwar, genau, gibt es einmal diese Steine und die Gruppen, die man fangen kann. Ja, damit haben wir die zweite Regel im Grunde auch schon erklärt. Ja, dann würde ich sagen, ich gucke noch mal kurz, ob ich was vergessen habe. Nee, nicht. Wenn man das Spiel nämlich schon so lange spielt wie ich, dann ist das alles schnell selbstverständlich für einen und man vergisst dann natürlich auch schnell mal Sachen.
aber ich glaube, ich habe das Wichtigste. Dann kommen wir zur dritten Regel und das ist schon ein bisschen eine Sonderregel. Und zwar darf keiner der beiden Spieler Selbstmord begehen. Man darf also einen Stein nicht so spielen, dass er sofort keine Freiheiten mehr hat. Also Schwarz dürfte jetzt nicht hier reinspielen. Und ja, das würde auch spieltechnisch keinen Sinn machen. Es gibt bestimmte Situationen, da geht das. Und zwar immer dann, wenn man schlagen kann. Ich baue mal nochmal eine kleine Situation in einer Ecke auf. Dann ist es ja möglich, sich gleichzeitig mit dem Schlagen des gegnerischen Steins selbst wieder eine Freiheit zu besorgen. Und dann darf man das. Und das ist jetzt zum Beispiel, wenn man das jetzt so aufbaut, dass... wenn es so eine Situation wäre, dann könnte Schwarz in der Ecke spielen und damit diesen weißen Stein fangen. In dem Moment, wo Schwarz dahin spielt, würde er ja Selbstmord begehen. Aber in dem Fall greift eben die Selbstmordregel nicht, denn er kriegt ja durch das Schlagen wieder eine Freiheit, der weiße Stein wird herausgenommen und damit ist der Zug legal. Jetzt könnte Weiß sich im Gegenzug entschließen, das ist die zweite Sonderregel, diesen Stein direkt wieder zurückzuschlagen. Und ja, damit das jetzt eben sich nicht ewig wiederholt und ein sogenanntes Ko entsteht, also das ist schon ein Ko, aber damit das sich eben nicht ewig wiederholen kann, muss Schwarz jetzt einen Wartezug machen. Schwarz darf also nicht wieder sofort zurückschlagen, sondern muss woanders spielen. Schwarz, also Weiß, beziehungsweise es stand ja gerade so und Schwarz hatte geschlagen und Weiß muss dann erst den Wartezug machen. Weiß würde dann zum Beispiel, sagen wir mal, hier spielen. Auf irgendeiner anderen Stelle des Brettes, die eben legal ist. Und jetzt kann Schwarz sich entschließen, entweder seine Steine hier zu verbinden, das wäre sein gutes Recht, oder er spielt auch einen Zug woanders, an einer anderen Stelle auf dem Brett, zum Beispiel hier. Und jetzt dürfte Schwarz, jetzt hat Weiß ja eben schon einen Wartezug gemacht und jetzt darf Weiß eben auch zurückschlagen. Jetzt hat Schwarz die gleiche Situation. Schwarz darf wieder nicht sofort zurückschlagen, sondern muss erst einen Wartezug machen. Weiß spielt auch woanders und dann geht das so lange hin und her, bis sich eben ein Spieler entschließt, seine Position hier zu decken. Und damit ist das Ko, diese Hin- und Herschlagsituation, dann beendet. Ja, ich denke, so die wichtigsten Regeln haben wir jetzt eigentlich schon erklärt. Viel mehr gibt es eigentlich nicht im Spiel. Wichtig ist jetzt natürlich noch, was ist eigentlich das Ziel des Spiels und ja, wann ist das Spiel vorbei, beziehungsweise wie wird festgestellt, wer das Spiel gewinnt. Beim Go geht es eben, ich habe das am Anfang kurz bei dem Steineschlagen erwähnt, geht es eben nicht primär darum, gegnerische Steine zu schlagen, sondern vielmehr darum, Gebiete einzugrenzen. Und zwar würde jetzt in einem reellen Spiel, ich mache mal so ein paar Züge, würde Weiß zum Beispiel hier, Schwarz würde zum Beispiel hier beginnen, dann würde Weiß spielen, dann wieder Schwarz und wieder Weiß. Und so füllt sich langsam das Brett. Und irgendwann, seht ihr schon, sind hier so quasi Bereiche abgesteckt. Man könnte jetzt sagen, so diese untere rechte Ecke ist jetzt beansprucht von Schwarz und die obere rechte Ecke auch und die linke Seite gehört eher Weiß. Und das geht dann so lange hin und her, bis eben komplett das ganze Brett in solche Gebiete abgesteckt ist. Und am Ende einigen sich beide Spieler irgendwann drauf, indem sie passen, also keinen Zug machen, dass das Spiel vorbei ist. Und dann würde man diese Gebiete auszählen. Das kann man auf verschiedene Varianten machen. Es gibt eine chinesische Berechnung und eine japanische und so. Es ist aber auch nicht so wichtig, auf welche man das macht. Letztlich zählt man immer die Punkte, die in dem Gebiet sind, oder zumindest in der japanischen Variante, die ich jetzt mal erkläre, weil das in Deutschland die gängigste ist, zählt man die Punkte in dem Gebiet, also wir sagen jetzt mal, das Gebiet hier würde Weiß gehören am Ende, dann würde man die Punkte zählen, und zwar alle Schnittpunkte, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nur mal so ungefähr, plus alle Gefangenen, die würden noch dazu gerechnet. Und dann macht man das Gleiche eben für die Gegnerpartei
und dann gewinnt derjenige, der mehr Punkte hat. Letztlich ist also viel wichtiger, Gebiet einzukreisen, als Steine zu fangen. Aber es werden natürlich hin und wieder mal Steine gefangen. Jetzt stellt sich natürlich für viele von euch die Frage, ja, ab wann macht es denn keinen Sinn mehr für Schwarz, jetzt zum Beispiel hier reinzuspielen, in das Gebiet von Weiß, um zu versuchen, dem weißen Spieler sein Gebiet wieder wegzunehmen. Und ja, das ist zumindest in der Theorie recht einfach zu beantworten, denn es gibt irgendwann eine Situation, wo man diese Gruppen nicht mehr töten kann, beziehungsweise nicht mehr angreifen kann. Und ich baue mal noch mal einmal eine Situation auf, damit das klar wird. Wenn wir uns jetzt mal nur diese Situation hier lokal in dieser Ecke anschauen, dann sieht man, dass die schwarze Gruppe zwei Freiheiten hat, nämlich diese und diese, und ansonsten komplett abgeschnitten ist von der weißen Gruppe. Und weiß würde jetzt ja Selbstmord begehen, wenn weiß hier spielt. Das geht also nicht. Und das gleiche würde passieren, wenn weiß hier spielen würde. Das geht also auch nicht. Und damit kann Weiß diese schwarze Gruppe nie wieder töten oder angreifen. Man spricht in diesem Fall davon, dass die schwarze Gruppe zwei Augen hat. Das sind diese vollständig umschlossenen Leerstellen. In der Praxis, wenn jetzt beide Spieler öfter Go gespielt haben, kommt es selten dazu, dass das so exakt ausgespielt wird, sondern oft sieht man einfach abgesteckte Bereiche und weiß dann, es geht nicht mehr, diese Gruppe zu töten oder anzugreifen. Deswegen würde man passen dann irgendwann beide Spieler und man zählt aus. Wenn ihr euch jetzt das Spiel Go zum Beispiel kauft oder online spielt, da gibt es auch verschiedene Varianten. Ich kann da für Anfänger den Online-Go-Server empfehlen, da müsstet ihr mal googeln. Dann wäre es so, dass man das ruhig auch einfach ausprobieren kann. Also in dem Fall sind die beiden Züge ja illegal. Deswegen ist es ganz klar, dass hier nichts mehr zu machen ist. Aber wenn eben noch etwas größere freie Gebiete sind, dann spielt man das einfach so lange aus, bis beide Spieler sich sicher sind, dass das Spiel, dass Züge, weitere Züge keinen Sinn mehr machen. Und mit weiteren Zügen würde man ja dann auch nur noch Steine in das Gebiet des Gegners spielen, die selber keine zwei Augen bauen können, weil da nicht genug Platz ist. Und damit dem Gegner auch wieder Punkte schenken. Denn jeder gefangene Stein gibt ja am Ende Punkte für den Gegner. Das klingt jetzt recht kompliziert. Ich hoffe, dass das dann auch in dem Video, was ich mit Max ja noch machen will, wo wir dann mal praktisch ja, miteinander spielen, etwas klarer wird. Da werde ich dann auch ein bisschen zeigen, wann so ungefähr das Spiel vorbei wäre. Das ist am Anfang einfach nicht ganz einfach. Und auch das Punktezählen macht in der Praxis erstmal etwas Schwierigkeiten. Man braucht ein paar, muss ein paar Spiele gespielt haben, bis man das einigermaßen sicher hinbekommt. Auch wieder ein Vorteil erstmal, wenn man das zum ersten Mal spielt, wenn man online spielt. Denn da übernimmt das der Server für einen und das wird dann, sobald beide Spieler gepasst haben, automatisch die Punktzahl berechnet. Jetzt gibt es noch zwei weitere wichtige Sachen, die ich noch kurz ansprechen will. Und zwar zum einen hatte ich ja gesagt, dass Schwarz immer der schwächere Spieler ist, üblicherweise. Und wenn jetzt beide Spieler in etwa gleich stark spielen, sagen wir mal, ihr kauft euch das Spiel und spielt das mit einem anderen Freund, der auch gerade anfängt mit dem Go-Spiel, dann wäre das ja schon unfair, weil Schwarz ja immer ein Zug schneller ist. Schwarz hat ja den Anfangsvorteil, ähnlich wie Weiß beim Schach. Und um das eben auszugleichen, gibt es eine sogenannte Komi-Regel. Und Weiß würde nämlich immer, das hängt ein bisschen davon ab, nach welchem Format man spielt, üblich sind 6,5 Punkte, würde Weiß sozusagen schon als Startvoraussetzung obendrauf bekommen. Das heißt, wenn am Ende die Punkte gezählt werden, kriegt Weiß nochmal 6,5 Punkte dazu, um eben diesen ja, Startvorteil von Schwarz auszugleichen. Und ja, wenn der Unterschied jetzt aber größer ist in der Spielstärke und ein Spieler ist schon deutlich stärker als der andere, dann kriegt Schwarz weitere Vorgabesteine. Der stärkere Spieler ist ja, wie gesagt, meistens weiß. Und jetzt würde man zum Beispiel hier auf diese markierten Punkte, die dienen, wie gesagt, eigentlich nur der Orientierung, aber würde man Vorgabesteine legen.
Sagen wir mal jetzt, es gibt einen Rangunterschied von 3 Rängen, dann würde Schwarz mit 3 Steinen Vorgabe beginnen. Und dann geht das Spiel wie gewohnt los. Und das führt eben dazu, was ich auch sehr schön finde am Go-Spiel, dass man auch sehr große Spielstärkeunterschiede noch ausgleichen kann. Also auf dem großen Brett gibt es 9 solche Punkte und man kann theoretisch auch noch viel mehr Steine dahinlegen. Und dadurch kann man immer eine Spielvoraussetzung schaffen, wo sich beide Spieler wirklich anstrengen müssen und es auch für beide Spieler ein spannendes Spiel ist. Und ja, das finde ich ist eine der ganz großen Benefits am Go-Spielen. Neben eben diesem taktischen und dem Kämpfen um Gruppen und Gebiet. Und ja, das, wie gesagt, müsst ihr dann ein bisschen selbst ausprobieren. Ich würde auch jedem Anfänger empfehlen, erstmal auf diesem kleinen Brett mit 9x9 Feldern zu starten. Das werde ich dann auch zeigen, wenn ich mit dem Max spiele. Und sich dann langsam hochzuarbeiten auf die größeren Bretter. Auf dem kleinen Brett ist eben die Taktik sehr wichtig, dieses Kämpfen und erstmal das mit den Freiheiten zu lernen. Und auf dem großen Brett geht es dann auch viel mehr um so eine Gesamtstrategie und greife ich eher an oder verteidige ich eher? Möchte ich Einfluss in die Mitte haben oder möchte ich die Ecken erobern? Genau, da könnte ich dann in Zukunft, wenn da Interesse besteht, auch nochmal ein Video zu machen, was so die ersten strategischen Aspekte beim Go sind. Ja, ich denke, das meiste, was so wichtig ist, habe ich bisher auch erklärt. Ja, und bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mir zugeschaut habt. Und ja, wünsche vor allem ganz viel Freude bei dem Einstieg in das Go-Spiel. Vielen Dank. Tschüss.